Nein, haben sie nicht. Nein, Markus, haben die du nicht. sollst dich verlegen. Unsere Flugzeuge, die hier gerade alle irgendwie der Reihe nach platzen und uns eine Panik. Ach nein! Das ist so schlecht, das ist schon wieder gut. Ja. Yep. Oh fuck. Es gibt's nicht, ne? Man wird sofort gesehen. Alter, ich fresse und gleich einen Besen hier. Mach. Will ich ja sehen. Ja, apropos, ich habe jetzt eine Webcam, wir können auch mit Webcam aufnehmen. Ja, ich will bitte per Webcam sehen, wie du einen Besen frisst. Das habe ich jetzt nicht so gemeint. Du stirbst, ne? Nee, aber wir könnten ja mal mit Webcam aufnehmen. Das ist bestimmt mega geil. Wenn man unsere dummen Hackfressen auch noch sieht, Alter. So, jetzt bin ich gleich nicht mehr positiv. Ich schon. Weil ich einfach ein Bro-Gamer bin und du nicht. Ja, halt die Schnauze. Habt ihr auch Webcam? Nein. Warum? Kein Geld. Die kostet 20 Euro. Wenn ich noch eine kriege, schicke ich sie dir. Ah, come on, fuck that. Ey, warum pushen mich da jetzt die ganze Zeit irgendwie 10 Leute? Das regt mich auf. Willst du dich mal auf den Baum da rechts konzentrieren, Futur? Das sind ganz viele gegnerische Spione. Auf den Baum, der da mitten im Feld steht. Ich bin hier leichte gerade und spreng gerade die Regenerationsfelder weg. Mit C4. Was, welcher Baum denn? Hier ist nirgendwo ein Baum. Digga, bist du jetzt echt behindert? Ja, nein, nein! Das ist ein Baum, direkt neben der Straße, mitten im Feld. Rechts von deinem Spot liegt gibt es nicht, die ganzen scheiße Missgeburten. Ich bin jetzt auf 1 runtergekommen. Die scheiße Kack an alles. So, Alter. Wo ist da jetzt ein Baum? Kurz vor mir. Warte mal, wo bist du? Jetzt direkt vor mir. Was ist mit dem? Das ist ein Felsen, kein Baum. Vor mir ist ein Baum, du Mango. Du bist Nummer 2, nee, du bist Nummer doch 3. Ich bin 3. Das kann nicht sein. Ja, wo denn? Ja, Baum. Direkt vor dir, ja, den Baum, da ist nichts drauf. Nein, nicht drauf, sondern hinter dem und um den rum sind die ganze Zeit tausende gegnerische Spione und Harrisser. Ja, was soll ich da jetzt machen? Töten? Das klingt mal nicht schlecht, aber ich sterbe hier gerade, weil dein Karma mich hier wieder vernichtet. Ja, ist eine Minute rum, ne? Ich bin schon mehr als einmal, ich bin jetzt wieder, bin gerade noch auf 1. Bin auch auf 1. Aber ich habe nicht positiv angefangen. Ich habe bei 1 angefangen. Das heißt, ich habe mich gehalten und du wolltest schlechter. Ja. Da drüben ist ein Spion. Kann nicht wahr sein. Wahr sein? Kann nicht wahr sein. Und weg ist der Spion. Und da kommt ein gegnerischer Harvester durch. Harvester. Ein Harrieser und es ist ein geplatzter Harrieser. Ja klar. Alter, es gibt es nicht. Die ganze Zeit Phalanx zu schützen. Gibt's eigentlich ein neues Spiel, was wir mal spielen wollen oder so irgendwas? Weiß nicht. Wie wär's mit Star Citizen? Oh, come on. Das ist ein Bullshit. Also wenn das FPS-Teil rauskommt, müsst ihr es euch holen. Also dann, das kostet nur, glaub, $30 oder so. Das ist ein besserer Ego-Shooter als Planet Side, glaubt mir. Ich bin erstmal Fractured Space. Das ist kacke. Und in den Rücken, aber ist mir egal, wenn er wegrennt. Feigheit vor dem Feind wird bestraft mit dem Tode. Mir zieht sich nicht zurück. Fuck. Oh, leck. Direkt vor dir steht einer, Future. Ja, ich hab ihn gesehen. Tot. Oh, dankeschön. Da kommen noch mehr. Ich hab meine Bounce und Betty drüber geschmissen. Ah, links. Hier bei mir ist einer. Hier bei mir ist einer. Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, dann helf mir doch. Ah, dann ich wurde gerade geheadshotet. Jetzt schieß ihn doch weg. Ja, dann soll ich dich wegschießen oder was? Ja, lieber schießt du mich weg, als dass der mich knifft. Ja, jetzt wurde ich gesniped von irgendeinem Spaß. Ja, der hat mich auch weggesniped, das ist das Problem gewesen. Schieß doch einfach! Ja, ist aber dein Häuschen rum, wenn ich die töte, töte ich dich auch. Und dann mi. Der ist immer noch da drüben. Diese Hure. Ja, diese Hure.
Jetzt ist er tot. Hoffentlich scheut diese Hure. Alter. Ein Bewegungssensor. Alter, wir kommen kein Meter in der Schlacht vorwärts, gell? Ja. Aber die kommen auch nicht raus. Na super. Das nenne ich jetzt Win-Win-Situation. Ja. Weißt du, was wir machen können? Wir können auf die Station rechts davon rübergehen, Panzer ziehen und dann von. Oder ein Sandy und zwei Panzer und dann von der Seite. Du möchtest auf 8 Roller mit einem Sandy und zwei Panzer. Nein, von hinten reingehen in die Base, von hinten. Da stehen dann nicht nur noch mehr Brawler hinten dran. Hin, da steht nix. Warte, ich guck kurz. Genau. Aber wir kommen hier nicht vorwärts. Guck ich da von hier angreifen. Dicker, ich weiß, was du meinst. Oh Mann! Also ich bin Trupplieber, jetzt wird verlegt Richtung Material Storage. Genau, da legen wir uns jetzt hin, jeder zieht sich einer zieht sich in Sandy und zwei ziehen sich in Panzer. Jeder ist Ingi. Aha, okay. Ich will sehen, wie schnell wir tot sind. Genau, Markus, Sven ist schon drüber. Sven zieht sich den Sandy und Markus und ich ziehen sich im Ich darf den Sandy ziehen, der als erstes explodiert. Ja. Jetzt krieg. Naja, ich bin hier Truppleader, da hast du keine keine andere Wahl. Meinst du, dass ich keine Wahl habe? Ah, scheiße, Bitfire. Also, die haben uns übrigens hier schon in der Base festgesetzt, ne? Nein, haben sie nicht. Nein, Markus, nicht. Du sollst dich verlegen. Unsere Flugzeuge, die hier gerade alle irgendwie der Reihe nach platzen und unsere Panzer und die ganzen Brawler da vorne, das ist alles Einbildung. Ja. Ich glaube auch. Weil, und die Lightnings, die hier auf mich gerade gehen, alles Einbildung. Das sollst du ja nicht sagen. Ich habe ja nicht gesagt, du sollst eine Hauptroute nehmen. Markus, du sollst dich verlegen. Alter, jetzt hat mich ein Freund getötet, Alter, mit seiner mit 35% dieser Hurensohn. Was geht bei dem? Jetzt kann sich verlegen. Ich sehe Missgeburt. Na gut, ich kann nichts ziehen. Ich habe nur noch 150. Markus, kannst du zwei Brawlers, zwei Lightnings ziehen? Jetzt schreibt er mir sorry, Alter. Spasti, Alter. Drei Kisten. Was denn? Wir sterben doch sowieso. Na, ist mir egal. Ist mir egal. Nein, das liegt das da auch kommt auf. Der Valkyrie. Zieh mal zwei Lightnings. Wie ausrastet. Ich zwei Lightnings ziehen. Ich hab nur noch 150. Ja, PB oder. Weiter? Ist es scheißegal, mit Schirm E. PB. Also, da kommt ein Spion! Oh, hab ihn. Ohne PB bist du gleich einfach gefickt hier. Ich wollte auf den Trip-Dub-Lieder haben. Gut, aussteigen ist gut, meiner. Dann bist du tot. Ja, Mann. Danke. Da kommt schon Lightning rein hier. Ich könnte Verstärkung brauchen. Ja, da kommt ganz Brawler direkt auf. Oh shit! Also, ihr seid übrigens die, die mich beschützen müssen, ne? Das ist euch klar, ich bin tot. Futter, du bist der beste Truppführer, den ich je gesehen habe. Dankeschön, das nenne ich jetzt als Kompliment. Futter, kannst du mal kommen, bitte? Ja, ich bin doch hinter dir. Hat nicht viel geklappt. Yeah, ich habe einen mit der Shotgun getötet, zumindest irgendwas gerissen. Der Plan hat noch leichte Mängel gehabt, wir müssen es dann nochmal ausprobieren, aber sonst... Leichte Mängel... Ja, es hätte auch schlimmer sein können. Ich lebe noch, siehst du? Zum Beispiel hätte eine Atomrakete explodieren können und wir wären alle verstrahlt gewesen für unser Leben lang. Das wäre so die schlimmere Variante gewesen. Eben, guck, Markus hat den Brawler weggemacht, ja. So wie es gewünscht war. Ich habe die Infanteristen alle gekillt. Panzermine und so. Hinter dir. Von hinten! Oh, ja, den habe ich eben schon gejagt, den Tübi. Ja, aber bläst ihm da den Rücken zu, wenn ich gerade schon... Oh, diese Logik. Ich kann dir leider nicht helfen. Ja, ich auch nicht. Ich wurde getötet, als ich ihn rappen wollte, weil er nicht verraten hat, dass hinter ihm ein Lightning ist. Ja, ihr habt gesagt, ich soll helfen. Oh Mann. Und dann dreht er ihm den Rücken zu. Bad Logic. Was mache ich jetzt mit dem Munitionspäckchen in der Hand? Also ich ziehe jetzt eine Antifahrzeug-Max und räume da mal auf. Ich halte das für eine eindeutig bessere Variante. Markus, machst du Inchi? Ich hole noch schnell Panzerminen.